Moin allerseits. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir wieder was richtig Schönes. Ohne Feuer diesmal. Es ist nämlich echt warm hier draußen. Wir haben ungefähr 20, 23 Grad. Ich mache mit euch heute mal ein Ei im Nest. Und wie das funktioniert, das seht ihr nach dem Intro. Damit wir unser Ei im Nest machen können, brauchen wir auf jeden Fall wieder unsere Muffinförmchen und wir brauchen Bacon. Den Bacon, da nehme ich mir mal so zwei Scheiben, drei Scheiben erstmal ab. Den teile ich einmal in der Mitte durch. So, dann nehmen wir uns erstmal unseren durchgeschnittenen Bacon und den legen wir hier einfach rein. Und bauen uns damit ein schönes kleines Nest. So, das sind drei Hälften, die wir hier brauchen. Und dann haben wir hier unser Nest. Dann brauchen wir ein Ei. Ja. Und so machen wir die anderen auch fertig. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen Schnittlauch oben drauf machen für die Farbe. Das ist bei mir aber heute mal überbewertet, denn die sollen jetzt gleich auf den Grill. Vorher werde ich aber noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer drauf machen, damit das Ei auch ein bisschen gewürzt ist. Der Bacon bringt schon genug Salzgeschmack mit, deswegen ganz vorsichtig mit dem Salz sein, aber Pfeffer könnt ihr auch ruhig ordentlich raufhauen. Und dann gehen wir an den Grill. Den Grill haben wir jetzt auf ungefähr 270 bis fast 300 Grad vorgeheizt, also richtig Power reindrücken. Und jetzt gehen diese schönen Dinger hier in den indirekten Bereich. Und da lassen wir sie jetzt so lange drin, bis das Ei schön gestockt ist und der Bacon schön knusprig wird. So, und diese kleinen, leckeren, süßen Nester probieren wir jetzt mal. Oder zumindest eins davon. Fällt mir das Eigelb raus, aber der Bacon ist eh das Beste. Mmh, yummy. Sehr geil. Mmh. Ihr könnt natürlich versuchen, das jetzt einen Ticken kürzer drin zu lassen. Erstmal ein Bacon anknuspern, dann das Ei rein. Dann zerläuft das vielleicht noch so ein bisschen, wenn ihr so einen schönen weichen Kern habt. Oder mit anderen Gewürzen spielen. So ein bisschen Paprika oder ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Chili. Könnt ihr alles raufhauen, wie ihr wollt. Natürlich, wie vorhin gesagt, auch ein bisschen Schnittlauch raufmachen. Das sind jetzt die ganz schlichte, oder das ist eine ganz schlichte Variante von einem Ei im Nest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und vielleicht ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, reingehauen.